Ein spannendes Duell am Abend zwischen dem Post SV Mühlhausen und dem TTF Liebherr Ochsenhausen. Denn beide Teams wollen ja in die Playoffs. Ochsenhausen steht unter den Top 4 und der Post Express würde gerne mit einem Sieg weiter nach oben rutschen, vielleicht sogar unter die ersten 4 und damit auf den Playoff-Rängen überwintern. Wir gucken mal, wie es läuft zwischen Danny Habeson und Maciej Kubik. Das ist das erste Spiel. Habeson in den letzten Wochen sehr, sehr gut drauf. Und das beweist er auch gleich hier in diesem Spiel. Erster Satz geht deutlich an den Österreicher. Im zweiten aber Kubik besser da und kann ausgleichen. Doppelter Netzroller hier und da haut es dann auch noch Kubik aus den Latschen. Also das ist ein toller Ballwechsel gerade. Kubik gewinnt dann auch den dritten Durchgang, führt jetzt hier uns auf dem besten Weg, den ersten Big Point zu landen für die Gäste. 5 Matchbälle jetzt für den jungen Mann von den TTF Liebherr Ochsenhausen. Da waren es noch 3. Und auch der vierte. Und auf einmal steht es 10-10. Und auch. Und Habeson hat plötzlich selbst Satzball und kommt noch in den fünften Satz nach 5-10 Rückstand. Das ist natürlich psychologisch jetzt besonders schwierig für Kubik, wenn man so eine hohe Führung zum Matchgewinn vergeben hat, da jetzt drin zu bleiben im Spiel. Und wir sehen es auch am Zwischenstand. Im fünften zunächst ein bisschen der Faden gerissen bei Kubik. 5-1 die Führung schon für Habeson. 6-1. Jetzt ist Habeson da. Das ist diesem tollen Ballwechsel hier sammelt der Österreicher auch gleich den nächsten Punkt hinterher. Und jetzt ging nicht mehr viel bei Kubik. Wir sehen es. 8-1 die Führung. Und dann hatte Danny Habeson 5 Matchbälle. Auch wieder abgewehrt. 10-7 nur noch. 10-8. Wiederholt sich das Ganze jetzt? Nein, lautet die Antwort. Danny Habeson gewinnt am Ende dieses Spiel. Knapp im fünften Satz und damit 1-0 für den Post SV Mühlhausen. Erwin Bertrand gegen Gossi, die beiden Franzosen gegeneinander. Kennen sich natürlich gut. Dementsprechend wahrscheinlich auch eher ein Vorteil für Simon Gossi, den erfahreneren. Der natürlich auch von den Punkten her deutlich höher eingestuft ist. Hier Favorit in diesem Spiel. Und der Ausgleich. Aber Bertrand macht seine Sache sehr, sehr gut hier im ersten Durchgang. Der Ball natürlich Wahnsinn. Von Gossi. Respekt vor diesem Ball bei 10 zu 10. Tolle Reaktion von Simon Gossi. Da schauen wir uns hier nochmal an. Zack. Auf diesen festen Topspin von Bertrand. Prima reagiert. Am Ende gewinnt Gossi auch diesen ersten Satz. Aber das macht den Unterschied hier aus. Und das halt Gossi super erahnt. Auch hier wieder eine schöne Szene. Bertrand macht ein tolles Spiel, überhaupt keine Frage. Nur hat Gossi immer noch mal eine bessere Antwort parat, wenn es drauf ankommt. Aber der war stark von Bertrand, aber wieder in der Verlängerung Satzball für Gossi. Letztlich kann er sich den zweiten ebenfalls holen. Bertrand immer ganz nah dran. Schafft es dann, den dritten Satz zu gewinnen. Also, Spiel noch nicht vorbei. Und wie gesagt, es geht ja um was. Es geht um eine gute Ausgangsposition für die Playoffs, beziehungsweise um die Chance, überhaupt an den Playoffs teilnehmen zu können. Wenn Ochsenhausen hier gewinnen könnte gegen Mühlhausen, dann hätten sie ihren Platz gefestigt. Auf der anderen Seite Mühlhausen, wenn die einen Erfolg gegen Ochsenhausen feiern würden,
dann wären sie den Playoffs einen großen Schritt näher. Und der gleiche Punkt nochmal. Aber zunächst einmal der Ausgleich für Ochsenhausen. Gussi gewinnt dieses Spiel mit 3:1 Sätzen. Starker Auftritt von beiden Spielern, der erfahrenere am Ende. Mit dem entscheidenden bisschen mehr auf dem Zählgerät. Macht das auch ganz gut. Allein auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Ovidiu Ionescu und Samuel Kulczycki waren die Nächsten, die sich hier duellierten. Das Spiel an 3 also schon gleich sehr wichtig. Wer würde sein Team wieder in Führung bringen können? Sicherlich auch jetzt bessere Qualität vom... Sehr gut. Und achten Sie auch mal bei Punktgewinn von Ionescu rechts hinten auf die Bank von Mühlhausen, vor allen Dingen Erik Schreier, der Trainer. Der ist da ganz vorne dabei, wenn es darum geht, anzufeuern und ist voll im Spiel hier. Da springen sie alle auf und bejubeln den tollen Punktgewinn von Ovidiu Ionescu. Die waren richtig heiß. Und Kulczycki, wie sehen Sie da Körpersprache, verliert langsam den Glauben. 9-4 Führung jetzt für Ionescu im vierten Durchgang und jetzt 5 Matchbälle für den Mann in Gelb. Und der bringt hier sein Team wieder in Führung. 2-1 für Mühlhausen. Es ist laut in der Halle am Christianplatz, obwohl keine Fans durch Corona zugelassen sind. Zumindest die Verantwortlichen und die Helfer rund ums Team, die machen da auch schon ordentlich Lärm. Was wäre da erst los, wenn es wie sonst voll wäre? Wir wissen, dass die Halle am Christianplatz ein echter Hexenkessel und oftmals auch großer Vorteil auch für Mühlhausen in meinen Augen, dass da wirklich so eine tolle Unterstützung herrscht. Hängt ja auch ein Banner oben an der Wand, der vierte Mann. Also die Stimmung in Mühlhausen, das ist bekannt. Bestens, wenn denn Fans dabei sein dürfen. Aber ist jetzt, wie es ist. Machen wir das Beste draus. Dein Habesohn jedenfalls hat sich viel vorgenommen in diesem vierten Spiel hier gegen Simon Gussi. Gussi unter Druck muss natürlich jetzt gewinnen, sonst ist das Ganze hier vorbei. Und Habesohn trifft richtig gut. Gerade die Rückhand haben wir gesehen. Auch hier der Ball gar nicht festgespielt mit der Vorhand, einfach mal leicht angezogen. Ball kam dann nicht so weit, wie Gussi gedacht hat, stand dann ein Stück zu weit hinten. Und Habesohn wieder mit der Chance, den Satz zu holen. Klappt auch, 2-0 Führung. Gussi sehr gut. Hier, der Ball hat sich weit rausgedreht, richtig viel Seitschnitt gehabt, haben wir gesehen. Im vierten Satz war er dann am Drücker. Also, noch alles offen offensichtlich. 10-5, Möglichkeit wieder zu verkürzen. Beginn an im dritten Satz den Schneid abkaufen lassen. Stark jetzt hier wieder von Gussi. Der ist jetzt voll drin im Spiel. Wir sehen es am Spielstand. 8-2 im vierten Satz. Nach 0-2 Rückstand ist er auf dem besten Weg, jetzt hier den Ausgleich zu schaffen. Sehr fair angezeigt. Der Ball war noch dran, knapp an der Kante von Daniel Habesohn. Und Gussi arbeitet sich vor Richtung Satzgewinn. Da ist es dann auch geschehen. 2-2 also jetzt. Jetzt kommt es drauf an. Wer hat hier mehr Power im fünften Satz? Im Moment die Aufgabe schwerer für Simon Gussi, denn er liegt wieder deutlich zurück. 1-5. Hier natürlich kunstvoll gemacht von Gussi, den Ball so angeschnibbelt. Baut er immer wieder ja ein. So ein paar Kabinettstückchen, die sehr, sehr oft ihm auch Vorteile bringen. Toller Ballwechsel, ganz enge Kiste hier. Sie sehen es, 9-7 für Habesohn zu diesem Zeitpunkt. Und Gussi legt alles rein hier mit der Rückhand, den Ball. Der war ganz schwer zurückzubringen. 9-8 nur noch für Habesohn.
Und da sind zwei Matchbälle für Mühlhausen. Schaffen es die Gelben tatsächlich hier Ochsenhausen zu besiegen? Der Postexpress Abfahrt Richtung Playoffs oder bleiben sie noch im Mittelfeld? Hier Gussi mit dem Spagat. Ausgleich 10-10. Gott, ist das spannend. Wieder ein Matchball jetzt für Habesohn. Oh, dann ist es passiert. Mit 12 zu 10 gewinnt Daniel Habesohn gegen Sibon Gussi. Spektakulärer Erfolg von Mühlhausen gegen Ochsenhausen. Erik Schreier konnte sich nicht mehr halten, sprang da schon in die Box. Während Gussi noch links in der Bande lag. Was für ein Ende dieses Matches. 3-1 für Mühlhausen. Ich glaube, das war auch der Knackpunkt von dem Spiel. Erstens hat es eigentlich ganz okay gestartet, dann so ein bisschen Spannung verloren. Ich konnte mich irgendwie nicht so überwinden zu kämpfen. Auch mein Schläger war nicht optimal. Ich habe dann das zweite Einzel mit einem Ersatzschläger gespielt. Aber ich habe dann einfach so bei 4-10 ein, zwei Risikobälle gespielt, die kamen und ja, ein, zwei Punkte noch geklaut. Ich glaube, er hat dann angefangen zu denken auch, wurde ein bisschen nervös. Das hat mir dann die Chance gegeben, einfach die Punkte zu klauen, sage ich mal so. Und ja, als ich den Satz gewonnen habe, dachte ich schon, okay, das kann ich mir jetzt nicht nehmen lassen und zum Glück dann am Ende noch knapp geholt. Ohne Zuschauer, aber trotzdem, also super Leistung. Und sehr, sehr unglücklich. Die Jungs, Maciek, hatte 2-1 geführt an der vierte Satz, 10-3 geführt. Schade, verloren. Ja, also so ist der Sport. Ja, wir wünschen also TDBL und auch Mühlhausen, also frohe Weihnachten, also gute Lutsch. Bis uns in das neue Jahr. Wir kämpfen weiter. Ja, also unsere Jungs. Ja.